So, herzlich willkommen zurück auf der Stage 3 heute am Tag 3 der Republika. Der nächste Vortrag heißt Internet, Meme, Geschichte, Forschungsstand und Kontroversen. Wir haben zwei Vortragende, ich stelle sie euch kurz vor. Der erste ist der Christian Heller, aka Plom Lom Pom, arbeitet experimentell und publizistisch zu Fragen der Internetkultur. Er ist Autor der Bücher Post-Privacy, Prima Leben ohne Privatsphäre. Das kann man unter anderem auch in seinem Wiki nachgucken. Heute von 3.20 Uhr bis 8.35 Uhr war da, glaube ich, Schlaf. Und um 10.20 Uhr ging es los zur Republika. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber, dass du auch da bist. Und der zweite im Bunde ist Herr Lehmann, Blogger, Webentwickler und, das muss ich jetzt sagen, dafür wurde ich aufgefordert, Internet-Experte. Und er betreibt den Blog Die Welt ist gar nicht so .net. So, ich wünsche einfach viel Spaß. Gut, das Mikro funktioniert und Herr Lehmann kommt auch langsam auf die Bühne. Kurze Meta-Info vorweg, wir haben den Vortrag ursprünglich für 60 Minuten konzipiert gehabt, jetzt haben wir nur 30 Minuten, das heißt, wir werden es vielleicht nicht so ganz so ausführlich alles darstellen, wie es in der Vortragsankündigung steht, wir werden über ein paar Sachen etwas kursorisch hinweg schnellen, aber der Vortrag war eh von Anfang an als eine Art Überblicksvortrag gedacht, das heißt, wir reißen Dinge an und wir haben dann parallel zu dem, was wir anreißen, auch diverse Links zu den Sachen, über die man sich noch vertiefend informieren kann. Auf dieser Webseite müsste jetzt, wenn Herr Lehmanns Arbeit gerade geglückt ist, eine Datei hochgeladen worden sein, die solche Links enthält, die den Vortrag begleiten. Und wir werden dann darauf hinweisen bei Gegebenheit. Kurz zum Aufbau des Vortrags. Wir fangen an mit einer Geschichte der Formen und Verbreitungs- und Entwicklungsräume von Internet-Memen. Ich werde ein bisschen im größeren Bogen darüber reden, wie so die Vorgeschichte gerade der Internet-Meme aussieht. Und Herr Lehmann wird sich dem Thema Imageboards etwas vertiefend widmen. Dann, wenn wir es dann schaffen, reden wir ein bisschen über den Forschungsstand. Wie weit ist die Wissenschaft inzwischen in der Erschließung von Internet-Memen und was gibt es so an weiterführender Literatur, über die man sich in das Thema einlesen kann? Und dann, wird wahrscheinlich knapp mit der Zeit, aber wir haben noch so ein, zwei für uns interessante Diskussionspunkte oder Kontroversen, die wir noch in den Raum stellen wollen, rund um das Thema Internet-Meme. Ganz kurz, eingangs müssen wir natürlich eine Definition dessen geben, worüber wir reden. Der Begriff ist ja auch etwas, wird ja oft etwas schwammig verwendet. Wir haben uns so als Arbeitsdefinition festgelegt auf Internet-Meme sind Inhalte, die sich viral im Internet verbreiten. Über Personen, also nicht der Alafi-Virus. Also viral im Sinne halt natürlich schon von Ansteckung, aber halt jetzt etwas verallgemeinert in dem Sinne Inhalte, die ihre Empfänger dazu veranlassen, zu ihren Sendern zu werden. Das heißt, jemand liest, sieht, hört irgendetwas und das fließt dann in seine eigenen Äußerungen ein, insoweit er dann in seinen eigenen Äußerungen diesen Inhalt weiterverbreitet, reproduziert oder halt auch weiterentwickelt. Beispiele für sowas mit Bezug aufs Internet sind dann beispielsweise extrem populäre YouTube-Videos mit Abrufzahlen im Millionen- bis Milliardenbereich, deren Popularität oft zu guten Teilen daher rührt, dass Leute, die dieses Video gesehen haben, den Link halt an ihr Umfeld, an ihre Freunde beispielsweise weiterreichen oder das Video einbinden in ihre Blogs oder in ihre Social-Network-Streams oder halt beispielsweise einfach bestimmte sprachliche Formeln wie LOL oder Roffel, die halt irgendwann im Netz aufgekommen sind, zuerst von wenigen Menschen verwendet wurden und dann halt von mehr, weil Leute halt diese Formeln gesehen haben und sie in ihren eigenen Sprachgebrauch adaptiert haben und seitdem immer wieder reproduzieren, immer weiter verbreiten, bis sowas halt Phrasen sind, die inzwischen in den Mainstream-Sprachgebrauch eingegangen sind. Und im weiteren Sinne auch künstlerische Formeln, wie beispielsweise LOLcats, darüber hatten wir auch gestern den Vortrag von Kate Miltner, also sprich diese Form, dass man halt niedliche Katzenbilder hat plus aufgeprägten Schrifttext, der den Katzen in bestimmter Weise Sätze in den Mund legt. Das ist ein Beispiel dafür, dass halt so ein Inhalt, der sich verbreitet, auch eine Schablone für einen Inhalt sein kann. Das heißt, es gibt beispielsweise zwar Katzenbilder, die immer wieder verwendet werden, allerdings wird dann halt oft der Schrifttext ausgetauscht und in einen bestimmten neuen Zusammenhang gestellt. Oder man kann natürlich auch verschiedene Katzenbilder nehmen. Hauptsache, diese Schablone bleibt erhalten, dieses Muster Katzenbild plus Schrifttext in einer bestimmten Sprache formuliert, der Katze halt einen Satz in den Mund legt.
dieses Prinzip, dass man irgendeinen Inhalt hat, irgendeine Idee, irgendeine Form, die sich verbreitet, weil Menschen sie nachahmen und in eigenen Äußerungen oder Verhaltensweisen übernehmen, das ist natürlich nicht erst mit dem Internet entstanden, das ist im Grunde genommen ein Grundelement von, wie Kultur schon immer funktioniert hat, bis hin halt zurück zur Zeit, als Menschen nur mündlich miteinander kommuniziert haben. Und die Art und Weise, wie sich solche Inhalte verbreiten, beispielsweise über mündliche Formen wie das Erzählen von Witzen, von Märchen oder das Singen von Liedern und dann eben das Nacherzählen von Witzen, das Nachsingen von Liedern, ist beispielsweise Gegenstand der Folkloristik, die sich dann halt anschaut, in welchen Kulturkreisen meinetwegen verbreiten sich welche Märchen oder welche Witze oder dergleichen und in welcher Weise tun sie das. Aber üblicherweise ist da so eher der Schwerpunkt auf bestimmten Verbreitungsweisen, wie beispielsweise der mündlichen. Wenn wir dagegen von Internet-Memen sprechen, dann sprechen wir von etwas, was sich über eine ganz bestimmte Technologie verbreitet, das heißt dem Internet halt. Und das ist halt ein doch etwas getrennter, also zumindest mit besonderen Schwerpunkten betrachtbarer Bereich. Allerdings auch die Internet-Memen-Kultur oder die Internet-Kultur, die sich zu guten Teilen aus diesen Memen zusammensetzt, ist auch nicht aus dem Nichts entstanden, sondern hat auch eine Vorgeschichte, wo man beispielsweise Vorformen vieler Internet-Meme identifizieren kann. Das heißt, wenn wir uns so die Urgeschichte dessen, was dann irgendwann das Internet wurde oder die Internetkultur durchschleichen, dann stoßen wir beispielsweise auf so Phänomene wie etwa in der Telegrafie oder im Amateurfunk, dass Leute etwa in bestimmten Formen von Chatsprache miteinander kommunizieren, also etwa bestimmte Abkürzungen verwenden in ihrer Sprache, die es ihnen etwa erlaubt, so etwas wie Morsecode schneller zu verbreiten. Und beispielsweise solche bestimmte Phrasen wie beispielsweise see you, also see you, man sieht sich, grob übersetzt, findet man teilweise schon etwa in der Amateurfunkersprache, findet man aber auch heute noch in der Internet-Chat-Sprache. Aber auch sowas wie das Verbreiten etwa von Bildern, das virale Verbreiten von Bildern über solche Telekommunikationsmittel hat so Vorformen, also beispielsweise die RTTY-Art, Radio Teletype oder Funkfernschreiben. In den 70er Jahren haben beispielsweise Amateurfunker untereinander nicht nur Sprache ausgetauscht, sondern auch Bilder, indem sie Signale untereinander hin und her geschickt haben, die halt Maschinen über Maschinen transferiert halt Schrifttext ausdrucken konnten. Das heißt, man hat dann auf diese Weise nicht nur einfach Schrifttext kopiert, sondern halt Bilder, die mit Schrifttext gemalt wurden, wie beispielsweise Katzenbilder. Oder es gibt halt auch andere Motive, also oft humoristische Motive oder halt auch sogar pornografische Motive, die halt von den Funkern hin und her gefunkt wurden und nicht nur halt bei sich zu Hause ausgedruckt wurden, sondern halt auch dann weitergefunkt wurden. Das heißt, es gibt so einen Weiterreichprozess. Das heißt, unter diesem Bild beispielsweise ist ein Ausschnitt aus einem sehr langen, einem langen Papierstreifen ausgedruckten Katzenbild, findet sich dann beispielsweise diese Notiz. Da sieht man dann, da wird dann genannt, wer das halt, dieses Artwork geschaffen hat und dann halt eine Kette von Weiterreichenden, die das dann halt relayed haben. Das heißt, man empfängt nicht nur Dinge, sondern man schickt sie dann auch weiter, wenn man sie empfangen hat. Das heißt, es gibt so virale Verbreitungsketten. Dann in den 80er Jahren gibt es natürlich schon so eine Art Proto-Internet-Kultur im Kontext Mailboxen, Bulletin Board Systems oder auch Usenet, wo halt Leute größtenteils dadurch, dass sie beispielsweise Computer bei sich zu Hause stehen hatten, die über Telefon durchaus schon miteinander kommunizieren konnten, gemeinsame Kommunikationsräume aufgemacht haben, die dann beispielsweise für schriftliche Diskussionen in Diskussionsforen benutzt wurden. Und in diesen Diskussionsforen entstanden dann auch schon bestimmte Sachen, die wir heute so als Standard der Internetkultur betrachten, wie beispielsweise bestimmte Akronyme wie LOL. Die URL finden wir dann auch in der Linkliste, die wir da haben, wo dann halt erklärt wird, wie halt so Leute versuchen, die Geschichte dieses Begriffs in dieser frühen Zeit nachzuvollziehen. Oder halt auch Smileys, die halt auch zu denen zwar schon vorher Formen gab, die allerdings so als breite Kulturtechnik erst in dieser Zeit adaptiert wurden. Es gab dann auch schon elaboriertere Bildmeme, also beispielsweise ASCII-Kunstsachen. Es gab beispielsweise eine rege Kultur von Verbreiten von Kühen als ASCII-Kunst. Es gab so eine Urform, irgendjemand hat mal eine Kuh gepostet und andere Leute haben dann ganz schnell begonnen, ganz viele Variationen davon zu machen. Und es zirkulierten dann halt diese sogenannten Silly Cows in verschiedenen Foren, wo dann Leute immer wieder neue Variationen gemacht haben und immer wieder neue Kompilationen entstanden, die dann immer wieder und wieder gepostet wurden, sodass man schon so Internet-Meme-ähnliche Muster dabei entdecken konnte.
Mit den 90er Jahren kommt dann eigentlich so erst in den Mainstream das Internet und das World Wide Web natürlich vor allem, so als Multimedia-Raum, der auch sehr viel mehr erlaubt als halt nur Schrifttext, sondern halt auch Grafik und Sounddateien und so weiter. Und das frühe Web so der 90er Jahre hat dann eigentlich auch schon seine eigene Internet-Meme-Kultur, auch wenn man damals oft noch nicht von so etwas wie Internet-Memen gesprochen hat. Aber wenn man sich beispielsweise so das GeoCities-Universum anschaut, also sprich das Web von Amateur-Web-Designern, die halt so ihre private Homepage aufgemacht haben mit irgendwie, das sind Bilder meines Hundes und so, so auch heutzutage oft viel belächelte Versuche, das waren halt so sehr einfach gestrickte Webseiten, die aber auch voller Trivialkunst waren, also beispielsweise verspielten dekorativen Elementen, so niedlichen Bildern von kleinen Tierchen oder halt irgendwelchen besonderen Trennlinien und dergleichen. Ich habe jetzt so ein paar Beispiele, wie sowas halt damals so aussah. Das wird halt heute gern belacht, aber wir hatten trotzdem eine sehr rege Kultur an beispielsweise Motiven, die dann unter diesen Seiten hin und her getauscht wurden, im Sinne von, Leute haben halt auf irgendeiner Webseite so ein Motiv entdeckt und fanden das halt so schön, dass sie das halt dann auch auf ihre eigene Webseite getan haben. Und das ist mit viel Disrespekt vor Fragen des Urheberrechts und so passiert und vor allem halt in sehr hoher Frequenz. Das heißt, es gibt bestimmte Motive, wie beispielsweise die berühmten Under Construction Sachen oder halt das Dancing Baby oder dergleichen, die halt in diesem frühen Web schon massiv verbreitet waren. Das heißt, da hat man auch so eine virale Verbreitung von beispielsweise Grafikdateien unter vielen verschiedenen Webseiten. Es gab auch schon so elaboriertere Bildwitzformeln beispielsweise. Es gab das 8 My Balls Meme. Jemand hat halt auf seiner Webseite Bilder von Mr. T oder ich glaube auch anderen Popkulturfiguren raufgestellt, wo halt durch das Einfügen von Sprechblasen solchen Figuren unterstellt wird, dass sie einen Appetit darauf hätten, Balls zu essen, was man etwas auf Symmetoden übersetzen kann. Man kann sich über die humoristischen Meriten dieses Einfalls streiten, aber er hat sehr viele Nachahmer-Webseiten ausgelöst. Das heißt, es gab viele weitere Webseiten, die dann halt verschiedene Popkulturfiguren immer mit diesem 8 My Balls, Sprechblasen oder Gedankenblasen versehen haben. Dieses frühe Web nun ist halt sehr stark, wie man hier sieht an diesen Beispielen, geprägt wirklich von individuellen, einzelnen Webseiten, wo Leute sich auch noch die Mühe gemacht haben, eine eigene Webseite zu gestalten, oft noch mit handgestricktem HTML oder mit halt HTML-Generatoren. Und das differenziert so diese frühe Meme-Kultur etwas von der, die dann so mit der Jahrtausendwende eintritt. Das ist dann so die Zeit, wo sich halt mehr einzelne Webseiten etablieren, die vielen Besuchern, vielen Nutzern als Plattform dienen, dass man halt auf diese Webseiten Inhalte hochladen kann. Also so etwas wie Imageboards, über das Erlehmann gleich reden wird, aber vielleicht populärere Beispiele sind sicherlich auch sowas wie YouTube, das heißt eine Webseite, die es Leuten erlaubt, Videodateien hochzuladen oder halt auch andere Sachen, also beispielsweise Newgrounds als Webseite, die es Leuten erlaubt, Flash-Animationen und Flash-Spiele hochzuladen oder streng genommen auch so etwas wie Twitter, was eine Webseite ist, die es Leuten erlaubt, Schrifttext in 140 Zeichenlänge massenweise hochzuladen. Und all diese Webseiten bilden dann untereinander oft eigene Räume, Verbreitungs- und Entwicklungsräume von Internet-Memen, die dann oft halt eine bestimmte Form haben, das heißt, auf Twitter verbreiten sich halt schrifttextliche Meme, auf YouTube Videomeme und oftmals auch beispielsweise eigene Verbreitungsmechanismen, eigene virale Mechanismen, das heißt beispielsweise das Beispiel des Retweets, der halt sich auf Twitter ausgeprägt hat und solche Sachen werden dann halt auch teilweise von diesen Diensten automatisiert angeboten, das heißt, man muss nur auf einen bestimmten Button klicken, wie beispielsweise den Retweet-Button oder bei vergleichbaren Systemen wie Tumblr, den Reblog-Button, um halt Inhalte zu verbreiten, während man halt im frühen Web der 90er Jahre noch eine eigene Webseite erst aufsetzen musste und in diese Webseite Inhalte, die man von anderswo geklaut hatte, erst umständlich einbinden musste. Das heißt, es findet auch so eine Evolution des Internets als Verbreitungsraum für Internet-Meme statt. Und um jetzt mal also ein Ökosystem herauszugreifen und etwas präziser zu beschreiben, redet er Lehmann über Imageboards. Ja, guten Abend. Also ja, Imageboards sind Internetforen und wie viele andere Internetforen, also eben diese Multimedia-Internetforen, bestimmen sie halt welche Meme heutzutage eigentlich da sind. Also es ist nicht denkbar, zum Beispiel die Kultur der Lolcats ohne Imageboards zu denken. Und auch wenn man halt Sachen hat, die öfter alltäglich benutzt werden, wie Facebook, also so ein Fotosharing-Forum, ist es eigentlich eher seltener, dass da Leute irgendwie tatsächlich Meme erfinden, auch wenn es natürlich auch da eigene Sachen gibt. Imageboards entstanden aus Textboards, das waren Internetforen, die halt tatsächlich aufgeteilt waren, Unterforen, in denen man nur Text schreiben konnte. Also wir sind auch einige ältere Leute im Publikum, vermutlich erinnern sich auch ganz viele daran, dass es sowas gab. Das ist halt eine Fortsetzung dieser Bulletinboard-Methode mit den Mitteln des Webs. Und die zeichneten sich, also das
In Japan 1999, das Two-Channel-Webboard zeichnete sich dadurch aus, dass einmal anonym bzw. pseudonym Beiträge verfasst werden konnten. Übrigens auch immer noch, das ist ein sehr, sehr großes Forum, bedeutsam, Leute schicken da Trendscouts hin und irgendwie kann auch der Betreiber davon leben. Und die Beiträge wurden auch nur begrenzt archiviert. Also irgendwann wurden Diskussionen abgeschlossen. Man konnte sie dann nur noch gegen Bezahlung in einem Archiv einsehen und bei wenig Interesse wurden sie ganz gelöscht. Das führte halt sehr dazu, dass Leute, wenn sie ein Thema akut halten wollten, darüber reden mussten. Also alternativ, ihr kennt sicher alle diese PHP-Foren. Zum Beispiel im Forum Höfliche Paparazzi gibt es einen Faden, in dem, glaube ich, Katrin Passek vor 10 Jahren schon etwas geschrieben hat. Der ist halt immer noch offen, der würde bei sowas längst weg sein, nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten. Die haben auch neue Sachen gemacht, also Shift-JRS Art. Shift-JRS ist so ein Encoding für entsprechende Sachen und diesen Bär hier konnte man dann da posten, denn es gab ja keine multimedialen Möglichkeiten, es gab ja nur Text, den haben dann Leute tatsächlich auch als Bild-Meme gepostet, als Reaktion auf andere Sachen. Der heißt Kuma. 2001, wenige Jahre später, bauten dann Leute ein Imageboard, Futaba Channel, auch bekannt als 2chan. Imageboards sehen ungefähr so aus. Das ist Florian Silbereisen. Imageboard, halt Bilderbretter, also viele Beiträge enthalten Bilder, die sind auch durchnummeriert, aber ihr seht auch, die Leute sind auch da pseudonym, die heißen jetzt in diesem Fall alle Bernd. Und da wird halt das eine, diese begrenzte Archivierung wird in keine Archivierung verwandelt, indem halt zum Beispiel nur 10 Seiten an Diskussionen überhaupt da sein dürfen und auf jeder Seite sind irgendwie 5 Diskussionen, was darunter fällt, weil es nicht mehr populär ist, es nicht durch neue Beiträge nach oben geschickt wird, wird halt gelöscht, wenn es nie jemand irgendwo selber gespeichert hat. Und multimedial, also es geht halt nicht nur um Bilder, wobei es halt auch um Bilder geht, aber es kann halt auch später um Audiodateien gehen und so weiter. Und die Leute benutzen diese Multimedia-Sachen zur Kommunikation, also zum Beispiel, das ist jetzt sehr pixelig, dieser Typ da unten mit dem MacBook, der Beitrag enthält keinen Text, nur den Verweis auf den Beitrag da vorne mit der Nummer 1234567. Und das ist halt seine Reaktion, so kommunizieren die Leute dann dort und auch in diesem Umfeld sind halt Lolcats entstanden. Wenn Leute neue Beiträge, neue Diskussionen schreiben wollen, also komplett neue, nicht auf eine bisherige Diskussion antworten, dann müssen sie halt, choose file, auf jeden Fall eine Datei wählen. Und das führt dazu, dass sie sozusagen gezwungen sind, sich zu fragen, welche Datei kann ich eigentlich nehmen. Und zwar auch deswegen, weil es nicht primär ein Fotosharing, also Fotosharing-Foren waren. Also niemanden stört es zum Beispiel, dass man auf diesem Diskussionsforum YouTube unbedingt ein Video hochladen muss, um halt eine Diskussion zu starten oder auf Flickr unbedingt ein Foto. Aber da ging es halt primär um Diskussion und das war eher so eine Sache, die dazu kam und es sozusagen übernommen hat. Aus diesem Bär wird dann das, vielleicht kennt ihr den ja, offenbar nicht. Und nachdem das in Japan populär war, hat dann 2003 Mut das Imageboard 4chan gegründet. Sieht ungefähr so aus, das ist eine Aufnahme von der Republika 2000, weiß ich nicht, 10? 2009. Und der dachte sich, der hätte halt gerne auch sein eigenes Imageboard, denn mit eigenen intelligenten Inhalten. Und er war halt Amerikaner und da hatte man halt natürlich auch eine entsprechende andere Kultur. Das hat sehr, sehr viele Nachahmer gefunden. Also es gab dann in den Jahren seit 4chan da war, auch seit halt 2chan und 2channel irgendwie was gemacht haben, gab es außerhalb von Japan sehr, sehr viele andere Foren, die versuchten, dieses Imageboard-Konzept umzusetzen. Einige haben überlebt, andere nicht. Also 7chan zum Beispiel gibt es noch. Es gibt auch dann nicht nur in den USA, auch international, das obere war ein russisches Imageboard, dann ein, ich glaube, finnisches und Ernst Schon ist ein deutsches Imageboard. Die Software wurde ähnlich wie Blog-Software standardisiert, Leute haben halt mit PHP und MySQL die Möglichkeit, jetzt mal eben so ein Forum aufzuziehen, auf dem andere anonymen Katzenbilder posten können. Und das ist jetzt zum Beispiel eine der Weiterentwicklungen, die durch die Auslese, die dort passiert, weil, ihr erinnert euch, wenn Sachen nicht wieder gepostet werden, dann fallen sie runter. Das heißt,
ein starkes Meme entsteht nur dadurch, dass es halt Leute immer und immer wieder posten, denn es wird nicht archiviert, aus diesem Bär von ein paar Folien vorher entsteht. Da, Sarah. So, ja, jetzt zum Forschungsstand. Ich weiß nicht, wer von uns zuerst dran ist. Wir lassen uns überraschen von den Folien. Genau, es gibt dazu sehr, sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten, leider, und auch irgendwie keine anerkannten Methoden, wie man jetzt diese Internetkultur sich anschaut. Wir haben aber einige rausgesucht und manche sogar gelesen. Das erste ist, es gibt Materialsammlungen von Einzelpersonen, ich glaube, da kennst du dich aus. Der Punkt kommt dann, den haben wir. Wir sind etwas durcheinander gekommen beim Foliengestalten eben, aber reden erstmal über die wissenschaftlichen Arbeiten. Gut, das wollte ich eigentlich nicht tun. Es gibt, ja, da musst du wohl... Na gut, dann rede ich erstmal über den Punkt. Also erst einmal, es gibt halt im außerakademischen Bereich ganz viel, bedingt dadurch, dass diese ganzen Kulturen, die sich mit Internet-Memen beschäftigen, oft auch sehr stark von Selbstreflexion getrieben sind und sich beispielsweise sehr dafür interessieren, was gab es. Also im Grunde genommen definieren sie sich ja darüber, welche Meme sie so haben, und man erkennt beispielsweise daran, dass jemand die Meme beherrscht, ob er jetzt zu der Kultur gehört oder nicht. Und das führt dazu, dass diese Kulturen oft sehr starken Wissensschatz darüber ansammeln. Was gab es früher an Memen? Welche Genealogien haben Meme? Wo kommen die so her? Und deshalb gibt es auch sehr, sehr viele Materialsammlungen zu diesen Themen und sehr viele historische Arbeiten, die einfach nur erstmal daraus bestehen, dass man archiviert, dass man sammelt und dass man versucht, so ein bisschen zu systematisieren. Allerdings halt oftmals nicht aus dem universitären akademischen Kontext kommt. Da gibt es so verschiedene Sachen, beispielsweise, jetzt sind wir wohl ganz raus. Ach, scroll ich mal nach oben. Also beispielsweise gibt es Leute, die sich sehr damit auseinandergesetzt haben, was war denn so dieser frühen Webkultur beispielsweise. Also es gibt beispielsweise GeoCities, wovon ich vorhin erzählt habe, dieses frühe Web mit seinen GIF-Animationen und so, ist jetzt alles ein bisschen verschwunden, aber es wird halt massig archiviert und es gibt halt auch massig Arbeiten darüber, die dann sich durch diese Archive stöbern und versuchen, das auszuwerten. Es gibt beispielsweise von Olia Lialina und Dragan Espenschied recht viel zum GeoCities-Web. Wir haben dazu auch dann einige URLs auf dieser Webseite, die wir vorhin internetmeme.de angegeben, wo sie dann halt beispielsweise verfolgen, inwieweit sich einzelne GIF-Animationen verbreitet haben. Es gibt beispielsweise Jason Scott, der fürs Web Archive arbeitet und der auch ganz viel Arbeit zur, gerade auch Historie, so des Proto-Internets leistet, sprich er hat beispielsweise sehr viel zum Thema Bulletin Board Systems, also Mailboxen und FidoNet und so gemacht. Da gibt es diese BBS Documentary, die sich beispielsweise damit beschäftigt, wie es so mit der ASCII- und ANSI-Kunst-Szene in der Mailbox-Welt aussah. Und er hat einen sehr schönen Vortrag gemacht, Before the LOL, über auch so die Frühkultur oder Urgeschichte der Internet-Meme, der einiges von dem auch spiegelt, worüber wir am Anfang hier geredet haben. Ich sollte die ersten 2 Minuten überspringen dieses Vortrags. Ich habe es nie geschafft, ihn ganz anzugucken. Ja, weil da nämlich ein Musikvideo kommt, in dem eine bekannte Person aus der Piratenpartei auftritt. Es gibt themenspezifische Wikis, die dann halt von einzelnen oft Meme-Ökosystemen stammen. Es gibt beispielsweise das leider derzeit offline befindliche YTMND-Wiki. Das kann man allerdings über das Webarchive immer noch durchscrollen. YTMND.com ist eine Webseite, die halt ein ganz bestimmtes Bild-Animationen Endlosschleifen für Format sammelt und einen sehr großen Einfluss darauf hatte, was beispielsweise auf YouTube so später noch an Internet-Memen übrig blieb. Es gibt sowas wie Lurkmore für die russische Internet-Memen-Kultur, es gibt Memi für, ich glaube, die finnische Memen-Kultur, es gibt dann Äquivalente für die deutsche Image-Sport-Welt und so weiter. Und die sammeln natürlich auch Phänomene, die halt irgendwie gar nicht groß werden. Also Gangnam Style kennen wir, aber es gibt halt unglaublich viele Sachen, die jetzt nur in einem sehr kleinen Bereich, also tatsächlich auf zum Beispiel die Kultur eines Forums oder vielleicht eines Landes beschränkt relevant sind. Genau, ich hatte irgendwo den Slide Wikipedia versteckt, weil natürlich so, wenn man sich zu dem Thema einlesen möchte, kommt man wahrscheinlich immer zuerst auf die Wikipedia, und tatsächlich hat die englische Wikipedia zu einigen Memen auch recht gute Artikel, aber da muss man sich halt immer bewusst sein, das sind so die absoluten Mainstream-Meme, die halt deshalb geführt werden, weil es halt breite Presseberichterstattung über sie gibt und die halt beispielsweise mit dem, worüber sich so einzelne obskure Foren definieren, nichts zu tun haben. Es gibt aber auch so beispielsweise so Webseiten wie knowyourmeme.com, das ist, glaube ich, so die derzeit
populärste Anlaufstelle für Leute, die sich über Meme-Kultur informieren wollen, aus dem I Can Has Cheeseburger-Netzwerk, zu dem wir gestern auch bei Kate Milton ein bisschen was gehört haben. Und das ist so auch funktioniert auch vor allem auch gut als Meme-Katalog. Das heißt, man kann eigentlich so ziemlich jedes Meme, was eine gewisse Bekanntheitsschwelle in irgendeiner Internet-Subkultur überstiegen hat, hat dort einen eigenen Eintrag. Also es geht ihnen um belegte Beiträge. Die löschen tatsächlich Sachen, vor allem mit der Begründung, ist nicht belegt und nicht so sehr um Relevanz. Genau, also Know Your Meme ist eine fast schon in traurigem Maße für sehr, sehr viele Fragen nützliche Quelle. Es gibt dann so etwas andere Quellen, wie beispielsweise die Enzyklopädie Dramatica. Das ist halt ein Wiki, was ursprünglich aus der Live-Journal-Nutzerdramenkultur stammte und sich dann mehr und mehr zu einem Wiki auch aus der Image-Sport-Kultur entwickelt hat, das halt randvoll ist von Trollerei. Es ist halt mehr oder weniger ein Wiki von Trollen für Trolle. Wenn man nicht zu den entsprechenden Subkulturen, die darin abgebildet sind, gehört, fällt es sehr schwer, sich da einzufinden. Die Sprache ist halt voller Anstößigkeiten, voller spezieller Vokabel, die man kennen muss, um sich da durchzuführen. Aber wenn man einmal so ein bisschen sich in die Themen eingearbeitet hat, ist es halt eine sehr gute Anlaufstelle, weil es beispielsweise unglaublich viele Screenshots zu beispielsweise archivierten Fäden hat, zu auch noch obskursten Memen aus bestimmten Internet-Subkulturen. Das heißt, dort kann man sich für weitergehende, fortgeschrittene Recherche durch Dann gibt es sowas wie Urban Dictionary, was zu großen Teilen beispielsweise Szene-Slang auch von Internet-Subkulturen dokumentiert und da, über diesen Weg oft auch die verschiedenen Meme verschiedener Forenkulturen. Allerdings muss man halt wie auch bei so Wikis wie der Enzyklopädie Dramatica bedenken, dass das halt so Seiten sind, wo jeder was reinschreiben kann und dementsprechend auch viel Nonsens drin steht, den man sehr vorsichtig behandeln muss. Dazu gibt es halt noch, du kannst auch wieder weiter zurück, glaube ich, noch. Dazu gibt es noch akademische Reflexionen. Die sind halt, wie gesagt, selten. Plom hat sich was über Jim Burgess durchgelesen, die seit 2007 was zu YouTube macht. Also Jim Burgess beispielsweise hat seit 2007 sehr viel zur YouTube-Kultur gearbeitet. Dann gibt es Jana Herwig, die zu, du hast ihr Sachen vertieft gelesen, zu Semiotik und 4chan gearbeitet hat. Und es gibt zum Beispiel Nils Löber, der interessanterweise versuchte, einen empirischen Ansatz auf das Imageboard Crouchan zu fahren. Also hat sechs Wochen lang Material gesammelt, Diskussionen archiviert und dann versucht, sie zu interpretieren. Das ist halt teilweise auch fehlgeschlagen, aber der hat zum Beispiel bei der Methodik einen Ansatz halt rausgefunden, mit dem man das machen kann, der diesem, ich interviewe alle Leute und frage sie, wie sie sich dabei fühlen, sehr krass widerspricht. Also Wir haben gestern Kate Milton gehört und Kate Milton ist auch, glaube ich, tatsächlich unter so den Arbeiten, die wir gefunden haben, ein schon so die höhere Klasse, so die Sachen, die wirklich etwas besser sind und die auch sich tatsächlich mit den Themen etwas vertiefend und in größerer Ausführlichkeit beschäftigen. Ganz vieles, was es halt zu Internet-Meme-Kultur gibt im wissenschaftlichen Bereich, ist halt wirklich so erst seit dem Jahr 2010 oder so entstanden, meistens in Form von Abschlussarbeiten von Leuten, die noch sehr jung sind und meistens selbst in dieser Kultur offenbar sozialisiert. Beispielsweise gab es auch eine Einreichung hier zur Republika von jemandem, der über 9gag gearbeitet hat. Hoffe ich, dass da auch noch ein bisschen was veröffentlicht wird zu, von dem, was er gemacht hat. Da wir jetzt fast fertig sind, möchte ich jetzt noch ganz schnell den letzten Punkt anbringen. Genau, eigentlich ist es nämlich eine Werbeveranstaltung für unser Buch. Okay, wir reden eigentlich nicht mehr über diese Kontroversen, die wir noch anbringen wollten. Hier wäre ein Bild von dem Buchcover gewesen. Aber er hat es falsch geschrieben. Aber es ist auch verlinkt auf internetmeme.de. Es soll am 28. Mai 2013... Laut Amazon, unser Lektor wird uns bestimmt den Termin korrigieren. Rauskommen und da haben wir wesentlich mehr darüber gesagt. Weißt du wann? Gut, Ende Juni kommt das Buch raus. Da haben wir uns auf unglaublich vielen Seiten, ich glaube 200 noch was... Also die letzte Fahne war eine sehr hohe Seitenzahl. Über genau diese Sachen ausgelassen und halt nicht in so einem 30-Minuten-Korsett. Da wird dann auch mehr auf unserer Website stehen. Auch, glaube ich, das Cover verlinkt. Haben wir noch 30 Sekunden oder? Eine Minute. Ja, gibt's noch Fragen? wir können auch eben Kontroversen ansprechen.
Aufschrei. Ganz kurz, ich versuche in 10 Sekunden, ich habe über die Erzwingbarkeit von Memen gesprochen. Es gibt so einen Diskurs darüber, also Memen sind ja definiert darüber, dass sie eigentlich Produkt der Massen sind, dass sie gewissermaßen spontan aus dem Auswahl und Entwicklung der vielen entstehen. Es gibt halt auch Versuche, Meme zu lancieren durch diverse manipulative Techniken, und es gibt halt auch Diskurse darüber, ob bestimmte Meme echte Meme seien oder forcierte Meme. Also beispielsweise zum Harlem Fake gab es so einen Diskurs, ob das nicht eigentlich nur eine Marketingveranstaltung war für den Soundtrack, der da abgespielt wurde. Ja. Ja, du willst zu deinem nichts mehr sagen. Nee, ich will nichts mehr sagen. Ich glaube, das geht zeitlich nicht mehr. Gut, dann sind wir jetzt fertig. Ja.